Hallo und herzlich willkommen zurück zu Lies of P. Wir sind immer noch im Hotel, was angegriffen wurde, wie man unschwer erkennen kann. Und wir gehen jetzt ins Versteck der Alchemisten. Das heißt, wir müssen jetzt einmal den Flügel oder das Klavier, einen Tonleiter spielen. Und dann kommen wir durchs Bild rein. Wahrscheinlich werden unsere Haare puppenmäßiger, wenn wir immer die Wahrheit sagen. Also wir kriegen so richtige. Guck mal, wir haben ja so richtiges Menschenhaar. Ja. Ich meine, dass es vorher früher kürzer war. Oder ich habe ihn einfach so lange nicht mehr gesehen. Das Haar kann fliegen. Okay. So, noch ein Ladescreen. Das wird jetzt krass. Mal spannend, wie lange wir jetzt noch brauchen. Na, ich schätze mal noch so 5 Stunden oder sowas. Dann sind wir fertig. Allzu viel wird es nicht mehr sein, aber uns werden noch einige harte Bosse erwarten. Da bin ich mir ziemlich sicher. Bosskampf wird ja auch bestimmt nicht einfach mal so aus dem Ärmel geschüttelt werden. I think I've been here before. Maybe I haven't gotten all my memories back after all. I don't know exactly what's going on, but someone was dragged away from here. We have to follow. Hurry! Oh Gott. Hey, bleib mal hier. Also nicht, dass wir das brauchen würden, aber. Wobei. Not bad. Das war so klar. Ei. Eine Puppe also. Eine Puppe. Ja, komm. Wir beginnen das Let's Play einmal mit einem sinnlosen Tod. Ist doch schön. Mensch. Nichts Besseres. Haben Verstand verloren. Ja. Endmann. Da geht's hoch. Da liegt noch was. So, hier konnten wir ja auch hochlaufen. Ganz vergessen. Waffen aufgeklappt. Inzwischen schon so gewöhnt zu stechen. Oh, schon wieder. Da ist auch was zum Schießen. Ja, auch nochmal. Hier unten ist wieder unser Freund. Komm. Ja, schade, ne? Für dich. Das
Sowas könnte dann instant den Block zerstören, wenn man quasi das P-Organ nimmt, mit dem man also mit dem man das halt kann. Dann kannst du bei einem roten Angriff, wenn du perfekt blockst, komplett direkt durchbrechen. Ist eigentlich geil. Die Reduzierungsrate von physischen Schaden. Ist eigentlich geil. Vor allem, weil du bei Bossen, die haben ja oft solche Angriffe. Wenn du da lernst, den zu blocken, dann hast du direkt ein offenes Fenster, um ihn einmal zu hauen. Wenn das so ist, wenn es wirklich so ist, wie ich es verstanden habe. Das ist schon ganz geil. Ja, vielleicht nehmen wir das noch mit. Ja, bestimmt noch ein bisschen leveln. Ist noch nicht vorbei. Auf jeden Fall. Rätsel von Riddlemaster. Ja. Bravo! The spilling of blood is what I'll be ashamed or embarrassed. Impending death makes you think on existence. Now stand up straight. Chin out. Here, I hope you enjoyed our time. Na cool. Und wie zum Teufel kriegen wir aber bitte einen Schlüssel durch durchs Radio, durch Hörer. Naja, nicht immer alles in der Frage. Und weg vom Fenster und dann... Das war fresh. Dafür gibt es eine Backpfeife. Hier ist wieder... beinahe drauf gelaufen. Okay. Ich hab's nicht lang genug gehalten. Ich habe in der Luft den Vorwärtslaufknopf losgelassen. Knopf. Ein Stick. Okay. Komm mal her. Hier drüben. Na, das war's doch. Clean. Aber so wie die Gegner jetzt raus sind, war es auch unglaublich nötig, dass wir das dann auch jetzt nochmal leveln, bevor es dann richtig losgeht. Jetzt müssen wir noch ein paar Mal da hochstellen, um alle Sachen einzusammeln. Ob sich das am Ende überhaupt lohnt? Ach, naja, gucken wir mal. Regionskaliber haben wir auf jeden Fall auch genug bekommen, um ein paar hochzuleveln. Ansonsten haben wir ja jetzt schon auf Maximalstufe. Ah, Mann. Ich dachte gerade so, ach komm, wir lassen den da hinten liegen, aber die Ungewissheit kann... Ach. Gut, das ist jetzt nicht wie bei Dark Souls, dass da auch eine Waffe liegen könnte, aber da könnte... Ja, gut. Da hätte Quarz liegen können zum Beispiel. Das wäre dann schon schade gewesen, wenn wir das hätten liegen lassen. Ernsthaft. Oh Gott. Oh Gott. Okay, ich bin gespannt. Oh, hi. Meine Freunde.
Mensch. Accept your fate. Death has come for you. Phase 2 ist, wer auch immer in dem Sarg ist, kommt aus dem Sarg. This is for my brother. I'm gonna rip your heart out. Okay. Die Menschen gingen ja bisher immer ganz. Ich habe ja mal erzählt, schon länger her, ich kann es nicht leiden, wenn man gegen zwei Bosse gleichzeitig kämpft. Dieses Spiel macht 3 und jedes Mal Phase 2. Egal was für ein Boss man bekämpft, der hat immer Phase 2. Also gut, jetzt auch nicht immer. Aber zu häufig. Ich sehe mal bitte den hinter dir an. Alright, demonstration time. Who wants to watch this guy break? Ich bin stuck. Ich bin ernsthaft stuck. Jetzt. Jedes Mal, wenn ich R2 drück, macht er seinen scheiß Angriff. Kannst du mich mal kurz in Ruhe lassen? Das ist so schlimm. Weil die halt auch ausweichen. Komm wieder her. Oh Gott, ich wollte mich eigentlich heilen. Ich will wenigstens wissen, ob es eine Phase 2 gibt. Naja, safe. Ich würde es jetzt nicht als easy deklarieren hier, aber es ist auf jeden Fall machbar und das ist das Schlimme. Deswegen gibt es auch safe eine zweite Phase. Alles, was machbar ist, hat eine zweite Phase. Wobei, was bist du denn? Ah, okay. Au! Jo, drück mir einfach mal meine ganze Lebensbalken drüber. Oh
Okay. Okay, okay, okay. Er rastet nicht komplett aus. Also auf Abstand halten ist schon mal ganz geil. Ist, die schlauste Taktik wäre es, wirklich alle drei Lowlife zu drücken. Und dann kann ich nach und nach rausholen. Jetzt bin ich kurz verwirrt. Wo bin ich? Warte mal. Nein. Was? Muss ich den ganzen Weg... Ja, man muss den ganzen Weg laufen. Oh Gott, das ist viel zu weit. Das ist ja richtig nervig. Ach, Mann. Na gut. Ich hab's unterwegs keine Abkürzung gehabt. Okay, er ist weg. Das ist ja schon mal ein Trost. Wir können einfach hier, hier und rein. Ah gut, so weit ist es jetzt auch nicht. Das ist nur ein bisschen nervig. Okay. Alle Load machen. Hast du gesagt, hat's getan. Und dann den letzten Fokus. So, jetzt ist er erstmal Fokus. Wenn er Feuer drauf hat, ist er gut angreifbar. Ja, kein Feuer mehr drauf. Die dran. Jetzt rastet sie aus. Es scheint, hat immer einer eine Fähigkeit auf seiner Waffe drauf. Und die Person ist im Fokus. Kannst du mal? Danke. Ja. Ich will keine Penetration Time. Voll. Das ist eigentlich am einfachsten. So einen können wir gerne schon rausholen aus dem Game. Ja, eigentlich ist es gut gewesen, ihn rauszunehmen. Vorstellen, dass das eigentlich nicht mein Gedanke war, als ich einen leichten Angriff gemacht habe. Okay, wer ist dran? Du bist jetzt tot. Okay, du bist out of focus, finde ich. Du bist jetzt in Fokus.
Egal was passiert, sie ist im Fokus. Oder ich lass kurz ihn ausrasten und dann gehe ich auf sie drauf. Nicht viel, aber wenn wir hitten, dann reicht es ja auch aus. So, jetzt nochmal. Okay, er ist raus. Jetzt müssen wir hier schnell drauf. Okay, ist raus. GG. Ah, steh auf, bitte. So, jetzt wird's knifflig. Zack. Der hat uns unterbrochen. Shit. Hey, schön locker bleiben. Der macht so eine Welle. Ich werde drauf geschissen. Heilen. Geil! Mensch! Und das haben wir mal wieder ohne Hilfe geschafft. Ach, Mann. Geil. Schön. Ich sagte, jetzt kommen die Bosskämpfe, die... Ah, die werden mich brechen. Das haben mich ja schon genug Bosskämpfe jetzt auf dem Weg hierher gebrochen. Was soll noch passieren, ne? Ich meine, wir haben jetzt 4 Gegner gleichzeitig besiegt, oder 3 besser gesagt. Es war aber auch... Also, die Muster waren leicht zu erkennen. Also, es war nicht mal wichtig, was für Angriffsmuster die haben. Nein. Oh! Amazing! You're here looking for Geppetto, aren't you? The fox and the cat have got that old man. They took the submarine from that dock over there. They probably went to the alchemist isle. There should be another one. You should commandeer it. If anyone asks... There should be something left at the dock. If anyone asks, I didn't... I'm just a guest here. With no special obligation to the hotel. The alchemist said they would help me escape from the city. Talk about an offer I couldn't refuse. I can't live in the hotel forever. I need to move up and... That's all. There should be something left at the dock. If it... Right. I had a feeling you would ask sooner or later. I am not Alidoro the Hound. I admired him, to be honest. He was amazing. Amazing at everything, except making a profit, that is. But he didn't need to cut me off just because I sold some antiques. I mean, we argued. One thing led to another. And... Oh, he was also from the country of the morning. Maybe he shares. That's my story. There should be something left. Ah, töten wir ihn? Oh, I, Alidoro, am too great a traitor. See for yourself. I sell.
Wir könnten erstmal den hier machen. Und dann... Also wir könnten hier uns was kaufen. Aber wir können auch mit den Seelen leveln. Ne? Was ist mit dem grünen Jäger? Ich würde das gern mal nehmen einfach. Ich würde es einfach mal ausprobieren. Das sieht so cool aus. Bin so ein leckeres Katar. Nice. Oh Gott, ist das... Das ist krass. Das ist wirklich krass. Das war die R2 gerade übrigens. Läuft. Großartig wegen Nisa. Ich glaube, ich töte ihn. Er hat uns ja verarscht, ne? What a murderous I know what you are. You're Geppetto's puppet, huh? That limitation makes it seem like your creator didn't trust you very much. So, what will it be? Leave quietly? Or shut up and buy something? You've got to be joking! Don't come any closer! Warum nicht? You're like a human. Wir haben was bekommen, ich hab's aber nicht gesehen. Ne, es war nur das Ergo, das reagiert hat, oder? Keine Ahnung, ob das jetzt blöd war, dass wir ihn getötet haben. Warum nicht? Wir brauchen seine Bosswaffen nicht mehr und... Also, glaube ich. Und er hat uns vielleicht verraten. This way must lead to their headquarters, shall we? Let's go. Was haben wir zu verlieren? Hey, look! That lever resembles... Yes! It seems we can use it to call a submarine. Na, mach mal das doch. Submarine. Come on. Da kommt's. Dass wir das rufen können, ist für Tankschein. Alter, kommt das hoch. Das ist so, taucht kein U-Boot auf. Ich habe zwar noch nie eins gesehen. Das sieht ein bisschen aus wie ein Spielzeug. Ich habe zwar noch nie eins in echt gesehen, aber so taucht kein U-Boot auf keinen Fall. Es kommt ja auch geschossen wie ein Torpedo. Junge, was ist das für ein U-Boot? Listen, pal. Nice landing, but let's not make it a habit. What the? Hey. It's Sophia. Was geht jetzt ab? Jetzt geht's los. You're a clever one. So it shouldn't surprise you that the Sophia at the hotel isn't really me. My real self is on the upper part of the abbey. I became his tool a long time ago. I have endured such pain. My soul split into pieces. Truth is, I guided you this far not to save Kropt, but to save me. I felt guilty about that. But I was so elated when you answered my call. Despite it all, I thank you. My spirit and my body have lived apart for too long. Perhaps in death, I will reunite. I'll grant you my power before my spirit diminishes further. Stargazer will guide you, clever one. If you find my body, please, after images of memories rage on the seaside because of Ergo, please, I can't hold out for it.
The petrification disease freezes time and memory within the afflicted body. Ergo is the purified essence of that life, trapped by the petrification disease. When I discovered that, it opened my eyes, and I was able to manipulate time using Ergo. Simon, on the other hand, is trying to use my power to fuel his ambition. I wound back your time to protect you, so you could stand against him. So stop him. Deswegen hatten wir immer so eine schöne Uhr, wenn wir gestorben sind. Dann hat sie jedes Mal die Uhr, die Zeit zurückgedreht. I am the daughter of Valentinus, leader of the alchemists. Simon was my father's right-hand man. Ambition overwhelmed him, however. And he spread the petrification. Why would he do that? I don't stop him. Okay. I can't. Okay, also wir sollen am Ende nur sie retten und nicht die Welt, aber, oder grad, aber das tun wir ja dann ja trotzdem irgendwie, weil der Simon ist ja dafür verantwortlich, von daher. Und sie hat gesagt, wir sollen sie töten, quasi, also ich soll ihr Frieden schenken, also sollen wir sie umlegen. Okay, na, ich bin gespannt. Mal da hinten jetzt weiter. Aber... wir sind wirklich bald am Ende. Wir haben es fast geschafft. Was ist das hier? Ich will nach Hause. Ich will ihn hier lassen. Tony schläft, bis Daddy ist back. 10 schläft? 20? Soon enough. You know he's quite busy. While you wait, why don't I bring him a friend? His name is Romeo. Mhm. Hi! Are you trained to be a stalker too? Well, let's practice together. Call me Lampwick. Wahrscheinlich soll mir das alles was sagen. Na gucken, es kommen ja noch mehr. Vielleicht sagt es mir noch was, aber aktuell bin ich einfach nur verwirrt. Ich habe keinen Plan, aber das Spiel ist trotzdem geil. Und es macht schon Spaß. Aber ich bin verwirrt, aber ja, kryptisch wie immer. I don't care if an old man like that kicks the bucket. Don't say that. It's nice you got any family at all. Let's start talking about this. Oh, she's here. Grab her. Okay. Über Loot. Please teach me how to use a sword. You're a legendary stalker. Ugh, so annoying. Germany, get rid of her. I'm off. Okay, also ist doch so, das bin wohl ich, der Junge. Und der Vater ist wohl Geppetto. Also der hat ja seine Puppe nach dem Vorbild seines Sohns gebaut. Also die in Pinocchio. Ich glaube, dass es so ist und bin dann wohl gestorben. Jo, aber das ist ja auch alles ein bisschen alternativ, weil keine Ahnung, das mit dem Stalkern und sowas. No. I'm sorry. I was too. I wish I got here sooner. If I had known this would happen. Ja, und da bin ich gestorben. Ja, ich bin gerade nochmal menschlicher geworden, glaube. Weil da oben sind wieder Gegner. Die zwei. Wir können einmal, ich glaube, wir ballern einmal alles, was wir haben. Komm. Nur 36.000. Wir gucken mal, wie viel wir kriegen jetzt hier. 11.000, also müssen wir drei kriegen.
Hm, so ein Dreh. Drei Level haben wir jetzt. Huch. Doch, wir können nochmal zurück. Das machen wir auch gleich. Wir machen einmal Vitalität noch. Das einmal. Mal 3000 brauchen wir noch. Machen wir das. Das. Mal so. War mir gerade nicht sicher, welche 3000er Stelle. 13000er Stelle. Das war. Ja. Richtig entschieden. Machen hier nochmal Stärke auf 20. Gehen einmal ins Hotel. Da können wir nochmal ein paar Sachen machen. So, wir haben noch mal eine Kiste gekriegt. The House of Vanini. Ah, the House of Vanini deals only in masterpieces. At the House of Vanini. Kaufen, was haben wir? Fortschritt, bla, ausverkauft. Was ist das? Ich kann es halt leider nicht vergleichen. Neun. 15.11. 9.15.11. Gucken wir doch einmal rein. 9.15.11. Ja, könnten wir eigentlich nehmen. Achso, da brauchen wir aber Geld für. Ja, dann machen wir einmal den hier. 2.3. Ja. Nicht nochmal. Nein, springen. Jetzt hör doch mal auf. Ja. Kaufen wir. Zack. So. Machen wir so. Hm. Ja, so haben wir doch optimalen Schutz. Mit dem Zeug, was wir jedenfalls gerade haben. I can hardly believe it. But okay, Vanini, breathe. Despite your best efforts, they can't read your mind yet. The puppets were being compelled by the Grand Covenant. This is beyond anything I'd imagined. I did the best I could to decipher the wavelengths, but there was considerable... Carlo, I hope you can hear me. The laws of the Grand Covenant bind us. We're his puppets. First law. All puppets must obey the Creator's commands. Law zero. The Creator's name is... Geppetto. Giuseppe Geppetto. Did you hear that? The last part sounded important, but there was too much static. Tell me you heard it, please. We need to find what or who was behind the frenzy. Geppetto. Law Zero, the creator's name is Geppetto. One can't make these things up. It must be true. That was the cause of the frenzy. But why would Geppetto of all people do this? I have to admit it's good to have things in motion again. Now that we know the cause, we can find this. Okay. Wir wissen nicht, warum Geppetto das gemacht hat, aber wir wissen ja, dass die Frau, ich habe den Namen schon mal vergessen, die Zeit manipulieren kann. Die kann die Zeit zurückdrehen. Das heißt, Geppetto wurde ja schon entführt und hat irgendwas für die Alchemisten getan, um den Puppenwahnsinn hervorzurufen. Und dann hat sie die Zeit zurückgespult und dann ist das alles passiert, bla bla bla. Ja, macht im Kopf macht's aktuell Sinn. In meinem. Ja. Was könnte Geppetto gewesen sein? Das ist true. I heard a rumor from a recent arrival. I don't know what to think. Honestly, I did think it was strange. I wonder what the real Alidoro was. The whole thing is hard to believe. How could the fake Alidoro harm the real one? I had my suspicions, though. I guess I'll never know who the real hero was. I wanted to repay him, at least a little. Thanks for telling me, though.
I know he's dead. It's the least I can do. You're here. Die Waffen können wir nicht verbessern. Schallplatten anhören, es gibt mir Menschlichkeit, aber ich weiß nicht, ob das jetzt noch wichtig ist. Na, das ist halt die Frage. Ist das noch wichtig? Gibt es noch was im Hotel zu tun? Jo, Venini nochmal und noch... Weil wir haben noch mehr Venini-Stuff. Okay. We all owe you a huge debt. You may not be aware, I am an orphan. A mad, raving puppet. I know that because the lunatic told me his name. Arlecchino. I have been fitting puppets with the Grand Covenant to ensure I was this close to giving up. But now that you're here, you can take the wavelength decoder. It's proof of... See what else you can read with it. You might even discover... You can play it back as much as you like. Just use the... Arsch des Puppenkönigs. I always welcome... Che bello! A brand... And there we are. The device bordered on genius itself. If you ever meet the creator, get... No, sorry, I'm sure you're busy. Durch das Gefäß. Meine liebe Schwester, bitte verzeih deinem Bruder, dass er gegangen ist, ohne dir etwas zu sagen. Ich behalte diesen Brief, auch wenn ich nicht weiß, wann ich ihn abschicken kann. Man verfolgt mich, weil ich das größte Geheimnis von Krat kenne. Vielleicht treffe ich dich, wenn die Alchemisten aus diesem Land verschwunden sind. Aber bis dahin muss es reichen, dass ich dich aus der Ferne beobachte. Ich werde dich beschützen, bis wir zumindest hier in Frieden leben können. So wie ich dich vor dem Werkstattturm gerettet habe. Es wäre schön, wenn die Menschen eines Tages die Wahrheit erfahren würden. Aber manche Wahrheiten sollte man besser ruhen lassen. Ich sah zwischen den Alchemisten nur zu oft, wie grausam Menschen sein können. Nachdem ich all die Experimente und Albträume gesehen hatte, für die sie verantwortlich waren, glaubte ich langsam, dass es keinen Gott gab. Statt mich zu offenbaren und dein Leben zu riskieren, ziehe ich es vor, für immer zu verschwinden. Bitte denk trotzdem an mich, wenn du diesen Brief lesen solltest. Wir kamen von jenseits des großen Ozeans. Ich hoffe, dass es in deinem Leben nur Wahrheit gibt und du deinen Namen... Und du deinen Namen hinterlässt. Ich weiß, dass du die Leute, dich hier Eugene nennen. Und dieser Name wird dich schützen. Bitte vergiss bis dahin nicht deinen richtigen Namen. Dein Name ist... Ich bin nicht da. Das ist sie, ne? You are here. Ja. Kann ich nicht. Ja, wow. Okay, die waren Geschwister. Oh. Huh. Charity house. Remember? We're best friends. I'm doing what I can to fend off both the petrification disease and the alchemists. My puppets and I are taking a stand against death itself. That's why I tried sending you messengers. But you got rid of them all. You're still an unstoppable fellow. I remember you. No reason for us to fight, I suppose. I'm Romeo. We grew up together in the Monad Charity. I'm Romeo. You're the best friend. Ich bin Carlo, oder? Kann das sein? Weil der wollte ja auch mit uns kommunizieren, glaube ich, oder so, als wir beim Puppenkönig waren. Der hat uns ja auch so die Hand hingehalten. Vielleicht... Das kann schon sein. Und die wollten das quasi so aufhalten irgendwie. Aber Geppetto hat den Wahnsinn verursacht und... Oh, das ist alles... verworren. Auf jeden Fall. Das trifft es sehr gut. Okay. Na, dann schauen wir mal, was wir jetzt noch so finden. Dann gehen wir mal, wo sind wir? Da. Dann gehen wir mal rein. Zur Abtei. Oh Gott. Okay, ich renne einfach durch. Wenn er auf mich geschossen wird, dann ist der Spaß vorbei. Leute. Ist er tot? Nur niedergemacht.
Okay, ich kann aber dafür sorgen, dass die auf die schießen. Genau, ja, und jetzt liegt er auch nicht drauf. Einige Gegner in der Nähe. Zwei von denen. Das ist ein Problem. Einer von denen ist schon schwer genug. Ich schock die einmal runter. Ich kann wirklich die Kanonenmenschen zu Hilfe nehmen. Komm, helf mir. Aufschießen. Ich denke mal, dass sie mich nochmal respawnen. Nicht zu entspannt. Okay, wir haben's. Ich hoffe, das hat sich gelohnt. Ich hoffe, dass sie wirklich nicht spawnen. Okay, das ist noch ein ganz schöner Weg, wie sie aussieht. Gut. Dann mach ich die weg. Die gibt mir. Kann die Dinger kaputt machen. Ich hoffe nur, dass sie nicht nochmal spawnen. Ich glaube, das könnte klappen, dass sie nicht nochmal spawnen. Warum sollte ich die sonst dann kaputt machen können? Dann machen wir das einmal. Wenn die anderen nicht mehr kommen, dann brauchen wir das ja auch. Und die da oben noch. Rauf. Es ist zwar jetzt hier Finale, aber ich lasse mich hier nicht stressen. Von den Gegnern. Entspannt.
alles wegmachen. Das mal, wenn wir nochmal 100 Mal laufen müssen, nicht zu viel Stress haben. Weil hier ist ja auf jeden Fall gutes Potenzial, 1000 Mal hin und her zu laufen. So. Was geht's? Okay. Bosskampf? Scheint. So, also Miniboss. Ja. Okay, wir können nur das linke Bein oder den Oberkörper. Okay, da das nur ein kleiner Bosskampf ist, machen wir. Ich wollte eigentlich. Ich probiere es einfach. Ah, meine Ausdauer, die macht mich komplett fertig. Ich habe so krasse Ausdauerprobleme. Sind wir tot. Okay, schade. Wir machen auch kaum Schaden. Ja, dann müssen wir mit Geduld kämpfen. American Zeitdruck. Wenn wir mit neuen Pulszellen hinkommen, ist auch alles cool. Genau, die anderen sind noch nicht respawned. Nice. Na, ja, dann ist doch gut. Die da oben stehen auch nicht mehr. Ah, dann können wir jetzt entspannt hinlaufen. Und dann machen wir den ganz entspannt fertig. Was schon wieder so einen weiten Weg laufen muss, ärgert mich. Weil ich ihn ja auch laufen muss. Was war das für eine Scheiße? Ey, Zusammenriss. Lassen Sie mich in Ruhe, junger Herr. Junger Mann. Ich muss mehr auf meine Ausdauer achten. Das bumst mich wirklich komplett aus dem Leben. Dass ich keine Ausdauer habe. Ey, die ist schon wieder leer. Ich komme hier nicht mehr weg. Das ist so eine richtige Todesspirale. Wenn ich keine Ausdauer mehr habe. Die regeneriert auch so slow. Au. Gerne. Ah, jetzt. Hä? Wirklich gar keinen Schaden bei ihm. Wir müssen ihn, glaube ich, durchstecken. Ja, das war richtig. Genau, das muss passieren. Ja. Siehst du? Okay. Mach mal. Einfach ein paar Mal aufs Beinchen hauen. Wenn man Bock mehr hat.
Ausdauer, Ausdauer. Komm, 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 jetzt. Abzeichen der hochstufigen Alchemisten. Das war jetzt ein bisschen antiklimaktisch, als wir ihn besiegt haben. Danke, Elsa. Ja, okay, nehme ich mit. Ja, kann man jetzt auch schwer richtigen Boss nennen, ne? Aber jetzt auch nicht so super schwer. Wollte ich nicht. Wollte gerne nochmal leveln. 40.000, 2.000 fehlen mir. Na komm, die haben wir doch bestimmt. Jedes Level, was wir kriegen können, nehmen wir mit. Mal Ladung, was macht das? Ja, das erhöht nochmal physischen Widerstand. Wir aktuell noch die erhöhte Ausdauer-Regeneration mit. Ja. Okay. Kosten sind halt so ultra böse. In dein Popo. Habe ich eine neue Kimme über den Rücken geschnitten. Mensch, geht richtig vorwärts hier. Auf mich schießen. Freundlich. Bitte. Stricksack, wie sie da oben hocken und die ganze Zeit auf mich schießen. Warten auf ihre Gelegenheit. Ich einmal unachtsam bin und es mich vom Podest ins Wasser petzt. Ich glaube, hier kommen sie wohl nicht ran. Nee, scheint nicht so zu sein. Oh Gott. Leider. Hier können sie nicht mehr, ne? Die können nicht so weit drehen. Ah, können wir erstmal wegmachen, dann können wir nochmal nach unten laufen. Und keiner kommt da hinten mal runter. Ciao.
Der sagt auch auf Wiedersehen. Ja, die Standardgegner sind jetzt inzwischen schon nicht mehr so ein krasses Problem. Es läuft jetzt inzwischen. Ich habe jetzt ein Gefühl über meine Waffe. Ich weiß, welchen Angriff ich benutze. Das läuft. Hier können wir eine schöne Abkürzung machen. Das schmeckt doch. Davon haben wir auch richtig viele, ne? Also wir haben auf jeden Fall genug für den Bosskampf. Ich gehe mal davon aus, dass der nochmal ultra hart wird. Mindestens 2 Phasen. Wenn nicht sogar 20 Phasen. Da können wir dann vielleicht nochmal Geister verwenden. Mal schauen. Okay, nochmal Hundis. Na komm her. Ein nach dem anderen. Wird zerrissen. Okay, so schwer sind sie nicht. Man muss nur den Kopf erwischen. Das tut, dann geht's. Veteran-Amulett. Ein Veteranen-Amulett haben wir bekommen. Das ist das hier. Erhöht maximale Legion. Okay, das brauchen wir jetzt auch nicht. Ach, schade, dass wir nicht das Amulett bekommen haben, wo wir mit mehr Legion mehr Schaden machen. Dann hätten wir beim P-Organ Legion nehmen können. Mehrmals. Hier kann man nicht von hier aus öffnen. Und dann, wenn das aufgeladen ist, haben wir mehr Schaden. Wir nutzen es ja nicht so häufig. Es ist meistens aufgeladen. Heißt, wir haben immer eine Schadensbuff mit drin. Eine automatische. Oh, Stargazer, geil. Ich merke gerade, dass die Folge doch jetzt recht lang geworden ist. Wir beenden an der Stelle. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.